Wir reagieren heute wieder auf Shorts. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da für weitere Shorts. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Video. Ich meine Freundin das erste Mal oben ohne sehen. Okay, Schatz, heute ist es soweit. Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass sie dir nicht gefallen. Früher oder später werde ich sie doch eh sehen. Und mir ist gar nicht so wichtig, wie sie aussehen oder wie groß sie sind. Hauptsache, sie sind an dir dran. Genau, ja. Aber ich... Jetzt komm schon, es ist was ganz Normales. Und so besonders wird es jetzt auch nicht für mich sein. Okay, boah, jetzt aber nur ganz kurz. Happy. Warte, darf ich sie nochmal sehen? Er will sie anfassen. Mm-mm. Oh mein Gott, ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Die Kamera? Mach die Kamera weg, es reicht. Nur so ganz mini kurz. Beide sagen nein, sorry. Aber jetzt bist eigentlich du dran. Tut mir leid, meiner sagt nein, wenn deine nein sagen. Digga, ist das sass hier. Levin Ray, das ist sass von dir. Sass, sass, sass. Ganz kurze Frage. Ja? Nenn mir eine Sache auf deiner Wunschliste. Ich wünsche mir eine Babykatze, da mein Hund gerade gestorben ist. Oh. Und ich fühle mich jetzt recht alleine, da ich alleine wohne. Und ich wollte mal was Neues ausprobieren und deswegen auf meiner Wunschliste ganz so einen kleinen Begleiter. Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir ermöglichen dir das. Das wäre super. Bei 75.000 Likes. Ja, danke. Dummer. Na. Das ist uncool, Kevin. Das ist uncool. Damit hast du dich ja gerade bei mir komplett unten durch damit gehauen. Was für ab 75.000 Likes machen was? Mach's doch einfach so. Wieso brauchst du dafür Likes, Großer? Du gehst zu ihm hin, du machst da was. Das ist uncool. Das ist mies uncool. Leute, ihr fühlt das, oder? Vielleicht schaffen wir es ja. Ja, vielleicht. Ganz. Wieso nicht so? Wieso nicht einfach so? Warum braucht man dafür Likes? Ich versteh's nicht. Das macht mich sauer, oder? Seid ihr auch sauer gerade? Also, die Kommentare sind wahrscheinlich eh gagagu, kacke, Alter. Bitte alle liken, dann bitte... Aber man muss doch nicht extra für Likes fragen da. Ich hätte ihn doch so direkt geholt. Nicht nach Likes fragen. Das ist ja, das kommt voll kacke rüber, Bro. Musst du nicht machen, Kelvin. Wirklich. Ich war auf dem Shirin David Konzert und hier ist meine ehrliche Meinung dazu. Los ging's mit einem DJ-Duo, die haben richtig geile Songs gespielt und konnten echt krass tanzen. Weiter ging's mit Josie, das erste Signing von Shirin und einem richtig krassen Video von ihr. Dann hat die richtige Show begonnen und sie ist reingeschwebt. Generell hatte sie mal richtig viele Tänze auf der Bühne, was das ganze Bühnenbild echt cool gemacht hat. Aber sie hatte sowieso zu jedem Song so ein eigenes Konzept, was echt krass war. Meine Lieblingsstelle war aber auf jeden Fall die, wo sie mit dem Jetski reingefahren ist. Fand es eine richtig geile Hommage an die Video. Was mich überrascht hat, ist, dass Shirin echt viel mitgetanzt hat. Ich meine, sie hat hier eine komplette Performance hingelegt bei jedem Song. Und das Feuer hier hat das natürlich noch mal krasser gemacht. Nach diesem Höhepunkt ging es dann über zu den eher ruhigeren Songs. Das wurde mit Kindervideos eingeleitet, was das Ganze echt persönlich gemacht hat. Und sie hat auf jeden Fall den ganzen Saal mit der Stimmung gepackt. Passend zu gut gemacht. Du liebst dich nicht, kam dann Ado Koyo als Special Guest. Und natürlich gab es auch hier die geänderte Zeile. Ich finde es generell krass, dass sie immer einen anderen Special Guest hat und einfach 5 verschiedene Outfits anhat. Alles in allem war das Konzert echt eine 10 von 10. Und gerade wenn man bedenkt, dass es ihre erste Tour war, ist es absolut krass. Hat sie cool gemacht, Shirin David, stark, oder Leute? Stark. Teenager, Mama, Teenager hat keinen Bock auf Hausaufgaben. Hier ein Impuls, was du machen kannst. Okay. Günni. Kommt jetzt so ein richtig weirdes Boomer-Video? Ich bitte nicht. Hast du deine Hausaufgaben für morgen schon gemacht? Ja. Nö. Hast du keinen Bock? Ja. Nö. Ja. Möchtest du lieber mit Freunden chatten? Ja. Gleichzeitig bin ich ja schon auch dafür verantwortlich, dass du deine Hausaufgaben für die Schule machst. Aha. Ja. Wie kommen wir da jetzt zusammen? Wie hat er eigentlich dazu zugestimmt, bei diesem Short mitzumachen? Kurz chatten heißt wie lange? 15 Minuten. Okay, wie denkst du dran? Timer. Stellst du einen Timer? Ja, mach ich schon. Dann machst du deine Hausaufgaben. Mach ich mal so. Schenk deinem Teenager-Kind Einfühlung. Was braucht dein Kind, um bereit zu sein, die Hausaufgaben zu machen, mitzumachen? Und gleichzeitig beachte auch den Freiraum für die Autonomie. Ganz wichtig. Teenager. Ha? Ha? Gott, nicht schon wieder so ein Video. Nein! Nein, nicht der Gorilla! Die machen die Blasen immer so auf. Mit Wasser. Oh nein. Oh, ist das kacke. Der Arme. Der wird gleich so richtig groß sein. Digga, der Kopf, Alter. Oh, kleine Füßis. Das sieht so dumm aus, ne? Wenn er gleich explodiert, ist alles nass. Ah, dass er so viele Likes hat, so ein Video, das ist krass. Jetzt geht's kaputt.
Aber cooles Video. Das hier ist die wohl krasseste optische Illusion der ganzen Welt. Um das Ganze zu starten, lasst jetzt einen Daumen nach oben und ein Abo da, Freunde. Und ich sag euch ehrlich, in dieser optischen Illusion, es passieren gleich genau zwei Dinge und ihr werdet nicht drauf klarkommen. Deswegen macht unbedingt mit. Aber ich würde sagen, wir starten. Was müssen wir machen? Okay, Freunde, Step Nummer 1. Ihr müsst einfach nur hier oben auf dieses Kreuz gucken. Wirklich konzentriert wir alle mit. Euch absolut nur da drauf. Guckt nicht nach links, guckt nicht nach rechts. Nur auf dieses Kreuz. Ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr das macht, setzt auch schon direkt der erste Effekt ein. Die Punkte im Kreis fangen an, sich aufzulösen. Und ich weiß genau, ihr seht es gerade selber, es ist so krass, aber guckt auf die Mitte. Achtet trotzdem nicht auf links und rechts, Freunde. Denn wenn ihr jetzt noch länger drauf guckt, dann fangen sogar noch die Punkte drumherum am Ende an, eine andere Farbe zu haben. Die waren eben noch grau. Junge, was ist das? Das ist so krass. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, welche Farbe haben die Kreise bei euch bekommen. Bin ich dumm? Bei mir ist gar nichts passiert. Hä? Vive, du verarschst mich. Ist bei euch was passiert oder nicht? Ich bin verwirrt. Komisch. Sagt ihr Fleisch ja oder nein? Ja, ich schon, ich mag Fleisch. Mhm. Und vegan, Vegetarier? Nummer 2? Nee, aber ich esse eigentlich nur Hühnchen. Okay, Nummer 4? Ich bin Vegetarierin, aber ich habe auch echt kein Problem damit, wenn jemand Fleisch isst. Okay, sie hat kein Problem damit, wenn jemand Fleisch isst. Nummer 5? Ich esse Fleisch, versuche es aber nicht so oft zu machen, weil ich finde, die Dosis macht das Gift und es ist ja nicht, die Dosis macht das Gift, ja, nicht so gesund. Ey, am Ende des Tages hat Fleisch auch Vorteile, okay? Das Eiweiß, was man da aus dem Fleisch bekommt, ist halt einfach krass. Es schmeckt und ich weiß jetzt nicht, ob das so krass ungesund ist, ne? I'm just saying, ne? Wie stehst du zum Thema Fleisch? Ist super. Wie viel Gramm am Tag? 400. Sagt 400 Gramm Fleisch! What the fuck? Übertreib. Ich sehe schon wieder. Das ist mein schlimmster Albtraum. Timmys will, reißt euch mal zusammen. War klar, dass das irgendwann passiert. Valeria. Ja. Du weißt, dein Vater und ich, wir lieben uns. Ja, schon. Weißt du, wenn zwei Erwachsene sich gern haben, dann kann. Mama, red nicht mit mir, als wäre ich ein Kind. Ich habe immerhin schon Biologieunterricht gehabt. Entschuldigung. Und Erwachsenenfilme gesehen. Okay, und das war das, was ihr gerade gemacht habt. Technisch gesehen. Ja? Bah. Ohne das wärst du heute gar nicht auf der Welt, ja? So bist du entstanden. Bedeutet das dann, ich krieg ein Geschwisterchen? Oh Gott, nee. Das heißt, ihr habt das nur zum Spaß gemacht. Ja. Seid ja ekelhaft. Weißt du, du wirst es vielleicht besser verstehen, wenn du irgendwann ein bisschen älter bist. Gut, reden wir halt nächste Woche weiter. Das meinte ich. Gut Nacht, ihr Sünder. Ja, okay. Ach, Papa. Ja, mein Ding. Du gehst ja zum Sport. Ja. Mehrmals. In der Woche. Ja, warum? Vielleicht solltest du noch mal öfter gehen. Du hast ein bisschen an Muskeln verloren. Ich meine ja nur. Hat sie recht? Nein, Schatz, hast du nicht. Du hast gar nicht richtig geguckt. Hat sie recht? Ich gehe jetzt schlafen. Die macht so gute Shorts, ne? Gespannt auf deine neue Augenbrauen? Ja. Augenbrauen-Tattoo? 2, 1. Und, was sagst du? Ich finde die Form voll schön, den Verlauf. Aber ich glaube, die sind zu voll für sich. Ich glaube, das ist gerade ein Prank, oder? Also, da geht nur runter, oder? Na, also ich habe schon alles abgewischt und das ist jetzt das Endergebnis. Natürlich müssen sie noch ein bisschen heilen, aber im Großen und Ganzen aber ist das jetzt so. Aber ist das schon trocken? Ja, also es wird nicht mehr was runtergehen. Also ist, glaube ich, ein Prank. So. Ey, du verarschst mich, oder? Also ich kann doch so nicht filmen. Ich kann nicht. Wir haben es so ausgemacht. Ja, natürlich. Und jetzt ist es so. Ich fange gleich an zu weinen. Ich habe die vorgezeichnet und du warst zufrieden. Ja, aber das ist so dunkel. Gespannt. Hey, warte, war das jetzt kein Prank? Jetzt muss ich wissen, ob es ein Prank war, Leute. Ja, ist wahrscheinlich oder ein Prank oder ist es Fake? Ja, ist Fake oder Prank. Yes or no? Oh, Toxic Grace! Leute, apropos. Guck mal, die haben mich inspiriert, auch was zu machen, okay? Die haben mich inspiriert, weil die haben so krass viele Likes und so. Ich hab's mit meiner kleinen Schwester auch gemacht. Ich hab gesagt, ich mach's. In einem Short von ein paar Folgen habe ich gesagt, ich mach's. Jetzt hab ich's auch gemacht. Ja oder nein? Ja. Das ist ein Schokoriegel. Ja oder nein? Ja. Ja oder nein? Ja. Oh nein, es hört sich eklig an. Ja oder nein? Wenn Zuckerbutter ist, nein. Ja oder nein? Nein. Ja oder nein? Ja. Boah, das ist jetzt eklig. Das kann jetzt eklig werden. Ja oder nein? Ich weiß nicht, nein. Ja oder nein? Ja. Ja, was war das? Oh, was war das? Das ist so ekelhaft, ne? Wirklich. Ah, stimmt, im Kühlschrank war doch die Zwiebel. Ja oder nein? Das Käse? Ja. Nein. Bereit? Bah. Probier einen Schluck. Bah! Bah! Das ist gut, ne? Lass gerne einen Daumen nach oben und ein Abo ja! Da von mir. Ja!
Sehr geil. Wollt ihr noch mehr von solchen Shorts sehen? Ja, ne, oder? Ja, schreibt es in die Kommentare. Okay, die haben Toxic Waste gemacht, also mit sauren Sachen. Was muss ich auch mal machen? Yes. You are so much stronger than I remember. Yes or no? Yes. Hat das dann sauer, oder? Can we make a pact? We stop opening things next to each other's ears. No way. Yes or no? Was yes. Ah, sure? Zucker. No, I'm not sure. I'm fucking blindfolded. No, no, fine. No. No? No. Okay. Yes or no? Ja oder nein. No. Yes or no? Yes. I'm gonna break the blender. I have to... The amount of manual labor I've had to do in this one. Yes or no? Yes. How many squirts do you want? That's sus as fuck. Just give me a number. One. You was gonna put a shit ton in no matter what. That's about anything. I have a bit of a cold right now. Sieht aber lecker aus. Lemonade? What are you talking about? How am I the one who ended up suffering? Yes. Hä, sah voll lecker aus. Das muss ich auch mal machen. Schreibt mir bitte auf Instagram oder Twitter, was für Sachen wir machen sollen. Schärfe, ob sauer ist oder sonst irgendwas. Bitte schreibt es mir. Ich mache das dann mit meiner Schwester. Ich quäle sie richtig. Oder sie mich. Kann man auch so rummachen. Braucht der Schall, Hort mit alle Hops, um einen Kilometer zurückzulegen. Ach Mann. Und Ronny weiß das wieder. Hort weiß es wieder? Hä? Einen Kilometer? Ja, es ist irgendwas damit, aber ich weiß nicht. Okay, also 1000 km ist der Schall. Und ich habe eine Stunde 1000 gerechnet, 0,06 Minuten. Ich hab 3 Sekunden. Digga, was? Digga, was? Ich mach einfach Professor-Moment, wo bist du? Warte. Wenn da hinten irgendwie eine Silvesterkugel knallt. Mach mal, sag mal deins. Wenn wir 10 Kilometer eine Feuerwehrsrakete knallt. Der braucht schon nicht 30 Sekunden, bis der Schall hier ist. Sag eins. Ja, es dauert auf jeden Fall länger. Schall ist auf jeden Fall langsamer als Licht. Deswegen, wenn man hinten in der Distanz eine Explosion sieht, sieht man das eher, als dass der Schall bei uns ankommt. Ist ja obvious. Licht ist ja viel schneller. Licht ist ja mit hier 300.000 Kilometer pro Sekunde travelt doch Licht, oder nicht? War da nicht sowas? Ist doch viel, viel schneller als Schall. Also doch, hä? Wir haben auch den Ansatz mit 0,06 Minuten, wissen aber, dass Schallgeschwindigkeit ein Ticken höher ist. Ja. Und deswegen haben wir 0,059 unter euch zu sein. Wie viel ist es? 0,02. Wir haben 0,02. Die richtige Antwort ist 3 Sekunden. So, was jetzt? Hops genommen. Braucht der Schall, um einen Kilometer zurück. Hops genommen, komplett. Adventskalendertürchen öffnen Tag 5. Heute anstatt Nisa, Elif. Die Kinderkalender macht trotzdem Nisa auf. Fangen wir wieder an mit Miraculous. Hey, das ist voll die gute TikTok-Idee eigentlich. Oder Short-Idee, besser gesagt. Pokémon, oh Gott, Papier. Roblox-Kalender. Ich glaube, da ist eine Wie viele Kalender hat sie? Was ist das denn? Jetzt sind 5 oder 6 Kalender. Soll ich das darstellen? Mache ich jetzt Barbie auf und da haben... Das, guck mal, am Ende des Tages cool, aber nicht, dass sie verwöhnt wird. Haben wir? Elif, du hast heute die Ehre, du darfst die Schatztruhe öffnen. Nummer 5. Oh, die ist auch noch groß, ey, du hast so Glück. Ich liebe diesen Kalender. Ein Spiel. Ach so. Okay. Das ist jetzt wirklich unfair, sie macht jetzt auch den großen Kalender auf. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Mein Gott, das sieht so lecker aus. Lisa macht jetzt Nee, Warhead, das ist, glaube ich, sehr sauer. Ich sag grün. Ich hab Pringles auch noch. Okay, Elif macht jetzt die 5 bei Nutella. Nutella auch noch? Was ist denn das? Lolli-Kalender. Zwei Chupa Stück. Chups. Siehst du, es kommt der... Digga, das ist ein absoluter Zuckerschock, den man da bekommt. Cool Kalender, und da machen wir jetzt auch die Nummer 5 auf. Red Bull auch noch. 1, 2, 3. Er hat wirklich geguckt, alle Kalender, die es gibt, er hat sich alle geholt. Okay, bist du bereit? Mhm. Wenn das wenigstens Spieleck... Wenigstens schlafe ich am Wochenende nicht immer bis 15 Uhr. Oha. wenigstens habe ich in Deutsch keine 5. Oha. Wenigstens habe ich nicht einen Crush auf jemanden, der mich aber ignoriert. Wenigstens hatte ich überhaupt schon mal einen Freund. Wenigstens sehe ich auch ohne Extensions gut aus. Wenigstens sehe ich mit aufgespritzten Lippen nicht wie eine Hoe aus. Wenigstens habe ich mehr als nur eine Freundin, der ich meine aufgespritzten Lippen zeigen könnte. Und wenigstens habe ich meine beiden Eltern noch. Digga, das ist asozial. Das macht man nicht. Ey, das trifft sogar mich ganz doll gerade. Wenigstens hat mein fester Freund mich nicht mit meiner besten Freundin betrogen. Warte mal, du bist meine beste Freundin. Oh, ich weiß. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Das Video war echt fies, Jonas. Das war echt fies, okay?
Ein Mann, der seit über 10 Jahren kein Handy mehr in der Hand hatte, weder noch davon gehört hat, geht in einen Apple Store und erkundigt sich nach den neuesten Modellen. Da er keine Ahnung hat, geht er zu einem Verkäufer und erklärt ihm, dass seine Frau will, dass er ein neues Handy kauft, damit sie telefonieren können. Nachdem er sich beraten ließ, entschied er sich, das neueste iPhone 15 Pro Max Ultra zu kaufen. Und nachdem er das Telefon erhalten hatte, erklärte ihm der Verkäufer alle Funktionen. Der Mann war erstaunt, besonders nachdem er von Siri gehört hatte. Aufgeregt, es auszuprobieren, fragte er: Hey Siri, wie sehe ich aus? Siri antwortete: Du siehst fett und hässlich aus. Du solltest einige Kalorien verbrennen. Der Mann stutzt und denkend, es sei ein Fehler, fragte er erneut: Hey Siri, was soll ich zum Abendessen nehmen? Siri antwortete: Salat, du fetter Idiot. Verwirrt erkundigte sich der Mann: Was soll ich jetzt tun? Siri antwortete: Iss Salat und mach Sport. Wütend ging der Mann zum Schalter und verlangte eine Rückerstattung und sagte: Da stimmt etwas mit Siri nicht. Der Mann, das ist seine Frau, mit der er telefoniert, oder? Am Schalter antwortete: Sir, das ist nicht Siri. Sie haben ihre Frau angerufen. Ein Mann, der so weiter. Johnny, du hast eben... Wenn Kinder ein Paket für dich aufmachen sollen. Was für ein Paket? Was steht denn drauf? Das ist ein ausländisches Wort. Ich glaube aus Spanien oder Bayern. Mach mal auf. Oh, okay. Ist ein Turnbeutel drin? Oh, wie ein Turnbeutel? Steht da was drauf? Von Sportunfall. Was? Na, das, womit du Musik machst, hörst. Spotify? Ja, Spotify, Sportunfall, sowas. Du warst ein Sportunfall, du Staubsauger. Was ist denn drin? Socken. Oh, ein Rucksack, wo man Babys reinmachen kann. Eine Mütze für Banküberfall, Sachen. Oh, und ein richtig cooler... Ein richtig cooler was? Nix, das war's. Den Pullover habe ich übrigens schon, seitdem ich 1 bin. Was? Mhm, wirklich. Johnny. Mhm, wirklich. Wir werden heute auf die Probe gestellt, wer ist die Belly Dance Queen von TikTok? Und dabei wurden uns die verrücktesten Challenges gestellt. Wir mussten im Zufallsprinzip irgendwelche Zettel ziehen und da waren dann Gegenstände drauf. Aber das war nicht alles, sondern nebenbei wurden auch noch Aufgaben gestellt. Zum Beispiel musste die Lara mich mit der Nerf Gun abschießen nebenbei. Oder auf so einem Hoverboard draufstehen. Für das ganze Video checkt den Link in den Kommentaren. Okay, I guess. Coole Sache oder so. Der Mann geht mit seiner Frau zum... Luisa, kommst du runter? Die Familienfeier beginnt. Mein Gott. Sorry, Leute, hier doch nie sowas Langes an. Yo, das was? Das meinst du nicht ernst. Ja. Bist du verrückt? Yo. Deine arme Oma kriegt gleich einen Herzinfarkt. Nein, Mutter? Die Oma. Oh, fuck. Hey, das vergisst du. Der erinnert mich halt komplett an Khan so. Bitte, das halt, und siehst dich halt cool. Sofort. Du hast es komplett zerrissen. Zerrissen, aber doch elegant. Das bin ich. Was passiert hier? Was? Ey, ist so cool. Warum nicht? Papas ganzer Stolz. Und Omas auch. Die Türken kommen, ich sag's euch. Die Türken, die wollen mich. Komm runter, so ein Witz. Komm runter, was strong. Das war's erstmal mit den Shorts. Lasst gerne einen Daumen hoch oben und ein Abo dafür mehr Shorts. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.